Yo, Peace Leute und willkommen zum 153. Run von The Binding of Isaac Rebirth. Es halt immer noch in meinem Zimmer wie Scheiße, aber wir drücken auf New Run und starten eine Runde mit Ethan. Entschuldigung, ich sterbe. So, Keller 1, wir haben ein Guppy-Item schon mal und das da und Speed Up. Unsere Stats. Oh, die Fire Rate. Aber der Damage ist nice. Aber die Fire Rate ist dafür doppelter Müll. Das war ziemlich knapp. Geh weg von mir. Um Gottes Willen, wir brauchen einen Tiersub. Wir brauchen unbedingt einen Tiersub. Da haben wir doch schon eins. Immer noch grässlich, aber schon mal besser. Ich nehme jetzt immer noch auf dem gleichen Laptop, also nicht auf meinem Ersatzlaptop auf. Einfach weil es auf dem Ersatzlaptop irgendwie nicht klappt. Aber ich habe jetzt den Ventilator einfach direkt vor meinen Laptop gestellt, damit der den eben anpustet, dass der nicht so heiß wird, weil deshalb stürzt er ab und zu mal ab. Weil es einfach zu heiß wird. Der ganze scheiß Dreck, weil die Lüftung irgendwie am Arsch ist. So ein bisschen. Und ich hoffe, dass es jetzt funktionieren wird. Alles klar. Da. So, der Knockback ist natürlich nicht so cool von dem Pischkes-Item, oder wie man es auch immer aussprechen will. Ja, scheiße. Aber unser Guppy-Item ist ziemlich gut. Aua. Vor allem, weil wir jetzt gleich sterben werden. Please go. Oh mein Gott. Ah, geh doch jetzt mal weg. Wie hältst du aus? Oh Gott. Haben wir hier irgendwo ein Herzchen oder so? Irgendwas? Hier vielleicht Geld? Dann können wir in den Shop schauen. Ah, zwei Münzen. Und den Swallowed Penny, der nicht schlecht ist. Wenn wir getroffen werden, bekommen wir Münzchen. Eine Münze. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal rote Herzen sammeln, um überhaupt getroffen werden zu können. Und da würde ich nämlich auch gerne in den Zackenraum schauen. Ah, komm. Der Lucky Rock. Damit können wir jetzt auch Geld machen. Moment. Sind irgendwo Steine direkt nebeneinander ein paar? Nee, gucken wir nochmal in den letzten Raum. Denn der Lucky Rock bewirkt, dass wir aus jedem Stein eine Münze bekommen, glaube ich. Oder aus jedem? Ich weiß nicht, ob aus jedem. Aber hier gibt es keine Steine irgendwie, die in einer schönen, ja, wie nennt man es? Ja, halt schön nebeneinander liegen. Leider Gottes. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Haben wir noch eine Münze? Ich schaue jetzt mal in den Shop rein. Schau jetzt mal in den Shop rein. Gibt es da ein Seelenherz überhaupt? Ja, sogar billiger. Ich nehme das mal mit. Einfach aus dem Grund, weil jetzt nehmen wir den Swallowed Penny mit. Gehen in den Zackenraum, dann haben wir eine Münze wieder und dann sprengen wir noch zwei Steine. So, was haben wir hier? Ein Soul Heart, sehr gut. So, eine Münze haben wir. Nehmen den Shit und sprengen zwei Steine frei. Einmal den und einmal... Oh boy. Ja doch, komm. Da unten könnte noch der Geheimraum sein. Let's try it. Ja, Münzen bitte. Ja. Perfekt, dann haben wir 5 Münzen. Nehmen wir den Lucky Rock oder... Ja komm, wir nehmen den Lucky Rock mit. Der kann eigentlich schon ziemlich nice sein tatsächlich. Ich habe den eigentlich immer unterschätzt. Weil man denkt sich halt so, wow, ich kann Steine springen und Geld rauskriegen. Aber wenn da mal so eine richtige... Ja, wie nennt man es? Richtig viele Steine hat auf einem Fleck liegen. Machen wir so hin, haben die ein bisschen Schiss vor uns. Können wir den besser treffen. Und man dann eine Bombe legt, dann macht es richtig geil mit vielen Münzen. Oder wenn man Leo Stompy hat, auch extremst nice. So, unsere Tier-Rat ist immer noch größter Müll, den es jemals gab. Boah, wie er sie wegstößt. Puh, sheesh. Das war eine knappe Sache, junger Mann. Boah, werden wir den eine Weile brauchen, boah. Aber unser Hairball ist richtig riesig. Den könnten wir auch noch Damage machen, aber ich kann mit dem nicht gescheit spielen. Was die ganze Sache etwas problematischer macht. Und ich probiere immer noch ein bisschen am Sound rum, also wegen Spiellautstärke und Stimmlautstärke. Also nicht übel nehmen, wenn es da mal sein kann, dass die nächsten Parts etwas zu leise oder zu laut ist. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht übersteuere. Das ist ziemlich das Wichtigste. Aber damit, mit dem Problem habe ich eigentlich kaum noch Probleme. Ganz selten mal, wenn ich halt richtig laut bin. Das würde auch jetzt noch so sein, weil ich recht nah vom Mikrofon sitze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viele große Fliegen du gerade gespawnt hast, du Pisskopf. Komm, ein Treffer noch, ein Treffer noch. Ah, weg jetzt. Boah. Gott. So, wie riesig die sind, Alter. Unglaublich. Ein HP ab, da sage ich nicht nein zu, auf jeden Fall. Und dann haben wir nichts mehr zu tun, also
Gehen wir mal weiter. Vielleicht findet man ein schönes Item, das man noch nicht hatten. Das wäre so mein größtes Ziel, das ich jemals im Leben hatte. Ja, Pillen. Könnte man rausspringen, wenn man Bomben hat. Habe ich aber nicht. So. Aufpassen. Ja, jetzt geht er kaputt. Perfekt. So, genau. Immer schön aufpassen, dass die einen nicht treffen. So, erstmal die kleine Spinne hier weg. Und dann gucken, dass wir die hier schnell wegkriegen. Mit unserer, ach, so godliken T-Raid. So, der ist weg. Nein, du spuckst nicht. Du da oben erst recht nicht. So, dim, 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 dim. So, jetzt können wir auf den ein bisschen gehen. Hör auf damit. So, nein, stopp. Halt, stopp. So, weg mit ihm. Und dann rein hier. Der D6 selected. Goodbye, you shit. Oh, Mulligan, nice. Mulligan ist nice. Und der D6, das ist richtig, richtig super duper geil. Da hätte ich schon... Da wollen wir mal auf Angel Deals gehen, meine... Oh, Gott. Wollen wir mal auf Angel Deals vielleicht gehen? Es zumindest versuchen. Denn mit dem D6 ist das richtig nice. So, mit unserer T-Rate ist aber gar nichts nice. Okay, wir haben immerhin Mulligan. Das ist ziemlich nice. Das heißt, wir spawnen ab und zu einmal ein paar Fliegen. Wir sind so ein bisschen das Billig-Guppy. Ein Bömmchen hätte ich gern. Ein Bömmchen hätte ich gern. Sogar zwei Bömmchen hätte ich gern, wenn ich ehrlich bin. So. Keine Chance, Pitch. Eine Bombe haben wir schon mal hier. Jetzt komm. Damage up. Weil Speed haben wir genug, um das Speeddown davon auszugleichen. Okay, kein Damage up, aber einiges an Bomben. Was heißt, hallo. Boom, Damage up und Münzen. Also ihr seht es. Würde gleich sagen, springen wir hier auch noch. Dann kriegen wir noch mehr Münzen. Dann schön den Shop schon. Oh, hier. Yeah. So kann man sich auch eigentlich gut Geld erfahren für den Automaten. Hier würde ich aber noch mal zwei Bomben für. Hive Mind nehme ich auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall. Denn wir spawnen ja schon Fliegen mit Mulligan. Und vielleicht werden wir noch Guppy. Wir haben ja schon ein Guppy-Item von Anfang an gehabt. Das könnte schon funktionieren. Hier haben wir Gluttony, Super Gluttony sogar. Den nicen Boy. Boah, wie viel Damage die Fliegen jetzt machen. Habt ihr das gerade gesehen? Er hat eine Fliege getroffen und er war tot. Okay, nicht tot, aber er hat schon Damage gekriegt. Der junge Mann. So, da würde ich gerne hin, aber ich brauche noch eine Bombe dafür. Wir kriegen unsere D6 auch aufgeladen für den Devil Deal. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich auf Angel Deals gehen. Also wenn jetzt ein Devil Deal irgendwie The Pact oder so legt, irgendwas, was Tiersub macht, dann scheiß auf Angel Deals. Aber ich würde Angel Deals doch jetzt echt bevorzugen. Ich hätte richtig Bock auf Angel Deals. Vor allem mit dem D6 schön den Engel sprengen. Und dann das Item auch noch rerollen. Hier hätten wir auch noch Batterien, die wir freisprengen könnten, wenn das Boss-Item uns nicht passt. Aber jetzt haben wir erstmal Monster. So, da. Ah, die Fliege des Verderbens. Wenn sie trifft, ist alles vorbei. Oh, nee. Oh, er springt. Schaut mal, wie hoch er springen kann. Der Monstro, der Monstro. Er kann so hoch springen wie deine Mutter in meinem Bett. Ja, da wurde kurz ein Kindersong zum Battle Rap. Nice shit, oder? Ich bin einfach musikalisch so begabt. Fantastico. Also, das passt mir schon. Ne? Hört, glaube ich, die Chance auf Devil Deals, aber scheiß drauf. Das gefällt mir gar nicht. Sollen wir mal rerollen? Ja, The Mark ist ganz cool, aber ne. Ne. Ich springe jetzt hier trotzdem. Da haben wir auf der neuen Ebene schon mal einen aufgeladenen Würfel. Oder vielleicht ist Devil Deal noch auf, dann würde ich auch nochmal rerollen. Nö, ah doch. Ah, da ist auch eine rote Kiste, die können wir ja mitnehmen. Ah. Abaddon. Oh, ihr seid böse. Ah, ich will auf Angel Deals gehen. Komm, wir gehen jetzt mal auf Angel Deals. Wir versuchen jetzt auf Angel Deals zu gehen. Kommt, Leute, wir versuchen jetzt mal auf Angel Deals zu gehen. Mit dem D6. Oh, wir haben so gute Items ausgeschlagen, ne? Oh. Und schon denke ich mir, hätte ich doch Abaddon mitgenommen. Eine XL-Ebene. Bah, zum Kotzen. Aber wir machen schon richtig gut Schaden auf jeden Fall. Aber mit Abaddon, oh, wäre das krass gewesen. Ja, ist ein normaler Kampfraum. Die Maske. Gut. Darüber freue ich mich. Auf jeden Fall. Cricket's Head wäre zwar nicer gewesen, aber man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat, Leute. Das ist ein Tipp fürs Leben, ja. Also, wie gesagt, ich sag's ab und zu ja öfters mal.
meine Parts, meine Videos sind einfach gesellschaftlich sehr hoch angesehen und befassen sich mit den theologisch und politischen Themen der heutigen Zeit. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Schaden kriegen, denn wir möchten ja einen Deal haben, am besten einen Angel-Deal. Aber wenn der nächste Deal in Devil wird, dann nehme ich ihn, wobei nein, komm, Leute. Heute nur Angel-Deals, vielleicht sterben wir dabei. Kann schon gut sein, oh Gott. Da hat unsere Fliege den eingetötet und ich kam darauf gar nicht klar. Okay, wenn wir den bei einem Stein sprengen, bringt es uns dann auch Geld? Ja, sehr gut. Also nicht nur unsere eigenen Bomben. Allgemein, wenn Steine kaputt gehen, kriegen wir dadurch Münzen. Das ist sehr, sehr schön. Ich hätte jetzt auch echt gerne den Job, weil für Seelenherz. Oh Gott, wie viel hältst du denn aus? Bitte stirb! Bitte! Oh Gott, ich treffe ihn einfach gar nicht. Ah, ich bin so vorsichtig, weil ich weiß, dass ich dann wegrennen muss, sobald der verreckt. Oh Gott, oh Gott. Jetzt! Ja! Sehr schön. Was gibt's hier? Seid am Chillen, Boys. Seid am Grinden, oder was? Nice. Freut mich! Für euch, dass ihr so am Chillen seid. Aber mit mir wird nicht gechillt. Mit mir wird nur gefightet, ihr Bitches. So, die haben wir doch ganz geschwind erledigt. Bam. Noch mehr Münzen. Wir sind rich. Oh Gott. So, meine Kampfschreie haben die Tränen der Spinnen kaputt gemacht. So, Fliege, erledige ihn. Sehr schön. So, okay. Okay, das ist jetzt kein so schöner Raum, aber die Möglichkeit, die Pilze zu sprengen, finde ich ganz cool. Komm ein bisschen her, vielleicht können wir auch mit vier Pilzchen sprengen, immerhin. Ah, durch Pilze kriegen wir, okay, also durch alles, was kaputt geht, boom, kriegen wir Geld. Oh, als wenn das jetzt Bad Trip ist. Wenn das jetzt Bad Trip, ich setze es mal noch nicht ein. Es könnte natürlich auch Words of Steel sein. Oh Gott, nein. Wenigstens einer schon mal tot, das ist schon mal wenigstens etwas geschafft. Ja, perfekt, die fliegen, Alter. Wow. Und Chaka, Chaka. So, der ist down. Oh Gott. So, jetzt nur noch die Special Form da oben. Eieiei, das war knapp. Da bin ich fast nicht weggekommen. So, perfekt. Weg mit dir. Haben wir geschafft. Wo ist denn der Shop? Gebt mir den Shop, Kinder. Kinder des Verlangens. Schaut mich an und gebt mir den Shop für ein Seelenherz. Und dann setze ich auf die Pille ein. Weil ich will halt nur nicht komplett ohne Seelenherz sein. Bam. Shop, bitte. Boss. Ah, ist Doppelboss. Wir müssen auch noch zwei Itemräume finden. So viel Arbeit steht noch vor uns in dieser Ebene. XXL-Raum, heizen wir mal rein. Alles klar. Oh Gott, die Raumform ist nicht so schön für die Gegner, weil man nicht perfekt ausweichen kann. In alle Richtungen. Und sich immer einen Weg bahnen muss. Aber da haben wir auf jeden Fall einen Itemraum. Schon mal. Eigentlich will ich in den Itemraum aber nicht rerollen. Auf jeden Fall nicht, denn ich möchte erst gucken, ob wir einen Angel kriegen. Gott. Ich bin echt angespannt. Was ist hier drin? Komm, was Gutes. Ja, auf jeden Fall nehme ich das mit. Das ist ziemlich nice. Haben wir... Wir sind der Lord of the Flies. What? Was? Mulligan? And Hive Mind wahrscheinlich. Cool. Wir können fliegen. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. War mir überhaupt nicht im Sinn, dass wir in der Nähe vom Lord of the Flies sind. Aber rein gar nicht. Aber finde ich gut. Können wir wenigstens fliegen. Das ist so der größte Vorteil bei ihm. Lord of the Flies. Und dass man halt das Fliegen deine Untergebenen sind. Oh Mann. Wieso gibt es keinen Lord of the Spiders? Das wäre mir viel lieber. Spinnen sind viel schlimmer. Ja, aufpassen. Nicht getroffen werden wir. Racen die eben gerade ganz gut durch, ohne Schaden zu kriegen eigentlich. Bin ich echt proud of myself. Aber kein Seelenherz droppt irgendwo. Oh Gott, 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 oh Gott. Machen wir bitte die hier kaputt. Fliege schnell, geh auf ihn. Yeah, jetzt. Alle auf ihn. Oh Gott, wie viele Fliegen kamen da gerade?
Hangman. Brauche ich ja gar nicht mehr. Das Trinket ist auch scheiße. Also lass das mal liegen. Oh, wo ist denn der Shop? Verdammte Scheiße. Ich möchte doch nur in den Kack-Shop endlich. Das ist mein Ziel des Lives. Hier ist, ich glaube, es gibt auf der Ebene einfach keinen Shop. Oh, das ist natürlich geil, dass das TNT da steht, ne? Bam. Oh, noch eins. Bam. Also wir werden gleich auf jeden Fall auch spenden. Sobald wir den Shop mal finden. Ne, Spiel? Um Gottes Willen, es gibt hier einfach keinen Shop. Sheesh. Da kam aber eine Kugel Angfloge von dir. So. Oh, unser T-Rate. Wenn ich so eine scheiß T-Rate habe, dann habe ich immer echt Probleme mit, Gegner zu treffen. Es kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn der Kack-Shop? Ich renne hier mit dem scheiß halben Seelenherz rum und habe so Angst um mein Life. Bam. Hikazama. Mein japanischen Kampfschrei. Gelernt von Meister Hikazamo. Weitergeführt von MJ Shadows. So, Shop. Immerhin Seelenherz. Und die Karte, die auch nicht schlecht ist, die wir uns auf jeden Fall mal mitnehmen können. Her damit. Bad Guess. Okay, ich hatte umsonst Angst. Und spenden. Spenden, spenden. Aber den Schlüssel will ich mir aber noch kurz mitnehmen. Für den zweiten Itemraum. Und wir können den zweiten Itemraum auch auf jeden Fall rerollen, weil wir haben da noch eine Batterie. Hey, Stuhl, mach nicht solche Geräusche. Oh, ja. So geile Geräusche vom Stuhl. So 350 kriegen wir voll, oder? Mach mal kurz. Also drei Münzen möchte ich mir behalten. 550, ja, lass mal 550 mal so stehen. Ich dachte, da gibt es das nächste Upgrade oder sowas. Anscheinend nicht. Schade. Schade. Wir hätten einfach auf die Map gucken können und sehen können, dass es hier nicht weitergehen kann zum Itemraum. Aber wir haben immerhin ein Seelenherz dazu bekommen. Das war mein Verlangen. Mein Verlangen. Oh, dann müssen wir nochmal durch den XXL-Raum. Oh Gott. Oh Gott. Ah ja. Hammerkei. What the? What the? Guck, erst austricksen müsste den Gegner und dann richtig zuschlagen. Hier könnte er sein. Okay. So hätte sich das auch geledigt mit I Can See Forever. Oh, guck mal, wie der da oben grinst. Hey, hallo. Servus. So, okay, Kreuzspinnen. Wir können aber fliegen. Was die Sache natürlich einfacher macht. Was die Sache einfacher macht für uns. Oh Gott. Geh bloß weg und spreng mir noch den Pilz. Danke. Was? Nein, ist nicht so schlimm. Ich werde den Weg zurück schon finden. Ich will erst die roten ausschalten. Die sind viel schlimmer. Weil die so unkontrolliert schießen. Jetzt. Boah, das war knapp, junger Mann. So, was haben wir hier? Ciao. Ja, dann holen wir uns jetzt die Batterie, bekämpfen die Bosse. Und wenn ich dann keinen Angel Deal krieg, also auch nichts rerollen muss, dann kann ich nochmal zurückgehen und das rerollen. Gib her den Shit. Vielleicht ist das eine 48-Hour Energy Pille. Ich nehme sie mal mit. Schade. Range down. Wie komme ich denn nochmal zum Boss? Ich glaube, ich musste recht weit nach oben. Ich gehe mal hier nach rechts. Unsere T-Rate ist so beschissen. Sie ist so beschissen. War hier nicht irgendwo der Boss? Nee, war der Itemraum einer. Hier war der Boss. Alles klar. Okay, wir heilen uns kurz voll. Hui. Und dann gehen wir hier rein. The Husk ist der Erste. Der hat eine Fliegen. Spawn sie ruhig. Okay, okay, wenn er die Bomben fliegen spawnt, die sind nicht auf unserer Seite leider. Weg mit dir, Mann. Quatsch mich voll an. Bam, noch eine Münze dazu. Das ist vielleicht die Glücksmünze, weißt du, dass wir einen Angel kriegen. Durchs Pentagramm glaube ich halt irgendwie nicht. Aber, du lieber Isaac-Gott. Oh, ja. Viel, viel besser. The Hollow auch noch als schönen Boss. Angenehm auf jeden Fall. Jetzt sieht das Ganze doch schon besser aus. Keinen Deal tatsächlich. Die nehme ich auch mit Speed und Range. Wir haben einen Range Down bekommen. Aua, da bin ich da. Und wir kriegen auch noch ein Seelenherz, geil. Da bin ich aber durchgerast, da hatte ich Bock drauf. Nein, eigentlich nicht, eigentlich bin ich aus Zufall da durchgerast, weil ich nicht mehr wusste, dass da Fliegen sind. Aber hat uns im Endeffekt kein Minus gemacht. So, dann gehen wir in den, wo war denn der zweite Itemraum? Der war unten irgendwo, ne?
Ja, genau, hier in rechts. Nee. Hier geht's nur zum Shop. Jetzt hier rechts, oder? Da war ich doch gerade. Wieso bin ich hier einfach weitergelatscht? So. Ja, brauch noch ein bisschen Shotspeed ab, dann. Was es hier war, denn, ne? Ja. Ja, komm. Wir können eh nicht mehr rerollen. Das heißt, wir nehmen das Ganze mit. Wir haben jetzt keinen Deal bekommen, was aber schon eigentlich klar war. Jetzt hoffen wir mal, dass jetzt keine XL kommt, weil dann wären wir echt am Arsch. Also ich meine, wir sind nicht, oh Gott, nicht schwach oder so, aber so ein schöner Angel-Deal, Leute. Hätte ich schon Bock drauf. Keine Ahnung, Angel-Deals reizen in einer gewissen Hinsicht. Leck mich am Arsch. Oh Mann, Alter, das ist doch eine Scheiße. Du willst einmal in deinem Life of Angel-Deals gehen und was kommt? 10 XL eben hintereinander, wahrscheinlich Womp auch noch XL. Bitte. Gib mir Womp XL. Oh mein Gott. Oh Mann, es ist. Oh Gott, nur noch so ein Kackraum. Schnell, schnell, schnell. Aber wir haben jetzt eine anständige T-Rate. Das hilft uns schon mal richtig, richtig krass, weil wir dann auch viel, viel mehr Fliegen spawnen. So. Sehr schön. Was haben wir hier oben? Nö. Einfach nö. Ja, ich denke, in jede Richtung wird was sein. Ich denke, hier wird dann irgendwo der Boss sein. Dann. Okay, Chubby. Ist in Ordnung. Geht klar. Schade, wieso sind die Stachel nicht hochgekommen? Hey, jetzt seid ihr beide auf eine Seite. Kommt mal wieder einer zurück. Kommt zurück. Oh, guckt euch die Fliegen an, wie viele aus meinem Anus herausströmen. Kommen die eigentlich her, die Kackfliege? Das müsst ihr euch jetzt mal fragen, wo die herkommen. Ja, es war noch mehr. Ja, übertreib halt. Noch ein XL-Ebene, ne, Leute? Es ist fantastisch. Dieser Run ist unglaublich. So, darum kann zwar nicht sein, aber ich gehe trotzdem mal. Erst in den Shop schauen und dann mal da gucken. Aber wenn ich hier sprenge, kriege ich dann beide blaue Feuer und nicht den Automat? Nicht gar nichts. Okay, alles klar. Wollte ich nur mal testen. Eine Bombe behalten wir uns mal für den Geheimraum. So, so, so. Bam. Hier unten ist hoffentlich ein Itemraum schon mal. Das wäre sehr, sehr gut. Hör auf damit. So, so. Ja, genau. Geht zurück, woher kam. Bam. So, die nehmen wir natürlich noch mit. Hier zum Beispiel auch, wenn wir hier. Oh, komm, lass doch sprengen. Ich brauche Geld. Oh, ja. Also, der Lucky Rock ist doch schon nicht schlecht. Also, der ist doch schon nicht schlecht. Oh Gott, hallo, servus, guten Morgen, oh Gott. Hua! So, ab in den Shop. Ah, ist kein Shop, ist ein Kartenraum. Hero Fan ist sehr, sehr geil. Strength, was hat man hier nochmal? High Priest. Nehmen wir Strength mit. Nehmen wir Strength mit für einen der Bosse hier. Am besten für Mom natürlich. Es sei denn, der erste Boss ist irgendwie, keine Ahnung, mit Blood oder so. Weil der ist doch schon hässlich. So, hier oben werden jetzt. Ah, nee, hier ist ein Itemraum. Hier ist gar nicht der Boss. Alles klar. Finde ich gut. Aber kurz aufheben, dass es weg ist. Ey, ich wusste, dass du auf mich schießen wirst. So, gehen wir mal hier lang. Wir clearen jetzt die ganze Ebene. Komm. Boss Rush? Nee, leider nicht. Obwohl wir XL-Ebenen hatten. Zwei Stück. Aber wir haben halt die ganzen Ebenen gecleared. Und hatten einmal noch Amnesia. Hat uns auch noch Zeit gekostet. Dich können wir mal. Wobei. Darf jetzt eine Bombe ausgeben. Schätze ich lieber, dass der Geheimraum hier ist. Ah, leider nicht. Schade, schade. Ups, das wollte ich nicht. Das kann mal passieren. Okay, also wir haben auf jeden Fall ein Item, das wir rerollen können. Das ist ein Space-Item, also die Rerollbarkeit belegt 100%. Weil, was will ich mit dem Space-Item, wenn ich den scheiß D6 habe? Spiel. Oh Gott, Polize Palapama. Polize Paloma Simanata. Ich weiß immer noch, ich werde ihn nie aussprechen können. Polize Verhalts oder so. Wer soll sich hier so einen Namen überhaupt merken können? Wer kam überhaupt auf so einen Namen? Oh. Blauer Stein. Aber keine Bombe. Das ist scheiße. Hallöchen. Servus. Wie viele denn noch? So, okay, jetzt ist noch eine. Come down to me, baby. Okay, eine Münze. Last. Der ist kein Problem. Der macht schon unsere Fliegen fertig.
Sehr gut. Alles klar. Okay, wir können einmal Reroll. Noch was haben wir denn noch vor uns? Einiges. Das heißt, der Reroll jetzt ist auf jeden Fall... Ich höre einen Geheimraum. Ich höre ihn. Wo ist er? Hä? 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 Ah, da. Oh, der One-Up. Aber den hatten wir schon. Oh, jetzt, wir müssen hier rerollen. Wir müssen hier rerollen. Wir müssen. Da kommen. Das bleibt doch in dem Pool. Ja, das brauchen wir noch. Das nehmen wir mit. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Jetzt habe ich meinen Ventilator hier fast umgestoßen. Moment. Mit ganzer Feinfühligkeit muss ich dieses Item jetzt streichen. Wir haben es ge... Ja, wie nice, Leute. Das ist geil mit dem D-Sticks. Deshalb also die Geheimraum-Items. Also werde ich auch mit Isaac farmen, weil er den D-Sticks hat. Also wenn wir alles haben, nur ein Geheimraum-Item nicht. So, jetzt schweben wir haben keinen Körper. Wir konnten schon fliegen, ich weiß, aber es ging mir jetzt einfach darum, wir hatten das Item noch nicht. Den One-Up hatten wir, glaube ich, schon einmal. Also es steht zumindest nicht in meiner Liste und ich vertraue meiner Liste jetzt einfach mal darauf, dass sie vollständig ist. So. Ja, perfekt. Perfekt. Wir haben ein Item, das wir noch nicht hatten. Das heißt, der Run hat sich jetzt auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und im Allgemeinen, ich finde den Run eigentlich ziemlich cool, wenn wir Angelies bekommen würden. Ah, euch finde ich dagegen nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Lauf mal auf mich zu. Ich spar Schiss in deinen Hinterkopf. Schiss in deinen Hinterkopf, du Pisser. So. Da. Ruah. Okay. Du Schwebvieh stupst jetzt als nächstes. So, dann du am besten. Denn du regst mich auf. Ja, genau. Versuch mich zu kriegen. So, und dann bist du der... Der letzte hittet mich, ich glaub's ja nicht. So, gehen wir einfach mal hier lang. Einfach mal random die ganze Ebene absuchen. Aber wir kriegen die Geister nicht schnell genug tot. Das ist so ein Zeichen, dass wir einfach scheiße sind. Das ist einfach, nee. Aber die Geister, die sind nervig, wenn man die nicht auf... Ah! Und vor allem, wenn man sie beim zweiten Mal auch nicht tot kriegt. Jetzt komm, stirb. Okay, ich hätte jetzt hier auf dem Itemraum oder im Shop geschätzt, tatsächlich. Ist aber nicht der Fall. Aber wir klären diesen Raum trotzdem. Hua, hachika, baba, simmada. So. So, einen Raum brauchen wir noch. Dann könnten wir im Itemraum... Ja, es wird auch von der Raumzahl auf jeden Fall dann passen. Okay, hier ist kein Raum. Also... Also Leute, soll ich in dem State mitkommen? Nee, habe ich keinen Spaß. Aber ich bin gerade am überlegen, ob ich es nicht liegen lassen soll und warten. Ach komm, scheiß drauf. Was ist denn Damage Multiplier zum größten Teil? Wenn ich jetzt irgendwo ein anderes krasses Damage habe, wäre es noch stärker gewesen. Aber komm, Leute, jetzt können wir ja richtig geil um Milo durchpacen. Die Schlüssel ist auch nicht schlecht. Hier haben wir den zweiten Itemraum. Auch gut, vielleicht müssen wir hier auch rerollen. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Shop und die Bosse. So. Ja, wir werden nichts mehr rerollen können von den beiden Sachen. Man denkt sich dann immer so, oh Mann, hätte ich doch das Baby mitgenommen. Weil ein Space-Item ist halt noch schlimmer. Naja, passiert. Immerhin haben wir ein schwarzes Herzchen bekommen. Und zum Trinket-Automaten möchte ich dann noch. Da noch so ein Curved Horn. Würde ich nicht... Nein. Und hier war auch noch irgendwo ein blauer Stein. Irgendwo, aber den werde ich niemals wiederfinden. Oh Gott, den Raum habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Kommt mir unbekannt vor. Uchika. Da. Bei. Ne, wir werden nicht nochmal. Okay, da sind also die Bosse. Alles klar. Ich muss dann gleich mal zählen, wenn wir den würfeln. Wo wir. Vielleicht gibt es im Shop eine Batterie. Ja. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 6 Räume und einer davon ist Shop und so. Oh oh. Weg. Und hier ist auch. Ja, wir werden nicht mehr reloaden können. Es sei. Oh Gott. Es sei denn, im Shop ist wirklich eine Batterie. Dann können wir das nochmal tun. So, was gibt's hier Schönes? Noch so ein Automaten. Ja, dann spielen wir gleich an dem, sobald wir im Shop waren. Ja, die Red Candle, dich kennen wir doch. So, ich würde sagen, wir nehmen uns ein Seelenherzchen mit. Das nehmen wir uns mit, mehr Sachen aus Kisten. Den Schlüssel können wir uns noch mitnehmen. Und den Rest spenden wir. Ah nein, stimmt, wir wollen ja im Automaten spielen. Habe ich schon fast vergessen. Weil vielleicht kommt da ein geiles Trinket raus. Komm. Wir haben heute schon richtig gut gespendet, also von dem her kann man auch mal auf ein Trinket gehen. Piercing Shots? Nee, nicht so wirklich. Also ich werde jetzt, also wenn jetzt nur der Piercing Shot Ding... Oh, der scheiß Stuhl. Macht so viel Geräusche, wenn ich den drehe. Würde ich eher mitnehmen als das, was wir jetzt haben, weil das, was wir jetzt haben, bringt uns nichts mehr. Auf der Warm-Ebene. Außer es kommt Battler. Komm. Ist unser Lack so bad? Ja, ein Strich halt.
Alles klar. Alles klar. Okay. Mhm. Krass. Sicke Action. Ich tick gleich aus, als ob du mir jetzt wirklich bei 30 Münzen ein Trinket, du kleiner Hurensohn, ich spring dich in die Luft. Die eine Münze. Ah! Gib dir mir so einen Wurm. Im Shop war keine Batterie, ne? Ne, habe ich glaube ich nicht gesehen. Oh! Und wenn. Ah, wobei. Ich habe keine gesehen, aber vielleicht war da doch eine. Ich habe sie einfach nur übersehen. Hä? Ne, war tatsächlich keine drin. Schade. Dann werden wir uns jetzt den zwei Bossen widmen. Also wenn jetzt ein Devil Deal kommt und kein Angel Deal, nehme ich den Devil Deal auch. Weil auf Womp wird dann niemals ein Angel Deal kommen. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Hör auf damit. Mach lieber deinen komischen, genau. Mach lieber das hier. Hör auf damit. Gate. Das wird richtig nervig. Sonst bist du eigentlich echt ein nicer Dude. Aber heute machst du echt ein bisschen stressig. Ein halbes Damage ab. Also auf einem Auge. Der Blutklot. Die blutige Klöte. So, hallo, Mom. Ja, komm, Strength setzen. Ich setze mit Strength im Devil Deal ein. Vielleicht gibt es ja richtig viele Items. Und Strength gibt ja ein rotes Herzchen dazu. Und das kann man dazu nutzen, um im Devil Deal. Ah, Alter, da kam das Auge raus. Ich bin immer so fixiert darauf, dem Bein auszuweichen. Dann kommt auf einmal das Kackauge. So, aber wir machen gut Damage auf jeden Fall. Unsere Tier-Rate ist jetzt auch angenehm. Heute gehen wir mal wieder zu The Lamp. Und wir haben Devil Deal bekommen mit Krampus. Nein. Goathead. Der bringt mir nur noch was für eine Ebene. Ah, komm, nehmen wir mit. Und rerollen. Nee, dich will ich nicht. Dich will ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay. War jetzt kein glorreicher Devil Deal, aber shit happens. Goathead hätten wir früher finden sollen. Einfach in so einem Zackenraum oder so. Das wäre mächtig nice gewesen. Ja, ich wollte auf Angel jetzt wirklich gehen, aber es sollte nicht sein. Okay, da unten mit der Boss in dem Doppelraum. Das heißt, es ist Mr. Fred, der hier auf uns wartet. So, da. Aber wir machen richtig gut Damage, Leute. Also kann man nichts sagen. Wie gesagt, T-Rate auch auf jeden Fall angenehm. Und Mulligan dabei. Leider kein Guppy. Das wäre natürlich mit Hive Mind sick gewesen. Sick wäre das gewesen. Oh, auf einmal ist da so ein Klon von mir. So, dann machen wir kurz die Womp-Ebene. Wir haben jetzt zum Glück die Karte. Die hilft uns ja gut. Wir gehen jetzt halt mal zu The Lamp. Ich darf nur nicht vergessen. Was machst du denn hier? Geh mal bitte weg. So, habe ich auch noch nie hier gesehen. Oh, Geld. Brauche ich nicht, aber nehme ich mit. Ja, vorbei bei dem Tier kann ich ein bisschen Geld verspielen. Habe ich kein Problem mit. Hätte ich sogar lieber an dir verspielen, sonst an dem Kackautomaten. Oh, du gibst mir auch nichts. Wow, ein Schlüssel. Ich bin echt impressed. Bastard. Stirb. Den Buttpenny, nee, danke. Okay, erstmal die hier down kriegen. So, ciao. Einen Schlüssel für mich, einen Schlüssel für die Welt. Uah. Noch einer. Geheimraum, Geheimraum, Geheimraum. Möglicherweise hier. Nein. Dann möglicherweise. Hier. Wenn er hier nicht ist, dann der könnte auch noch da oben über sein, aber da will ich jetzt nicht hingehen. Kein Bock jetzt noch irgendwie großartig die Ebene abzugrasen. Ich hasse Wurmebenen einfach. Wurmebenen sind einfach nervig. Faith up. Wir werden keine Angel kriegen, wir haben gerade Battler und so gesprengt. Leider, leider. Wir haben auch einen Devil Deal davor angenommen, also von dem her ist es wahrscheinlich noch schlimmer, als dass wir den Battler gesprengt haben. Hilda. Hallo Boss. Mr. Fredo. So, okay, während der hier untertaucht, töten wir so kurz seine Kumpanen. Oh! Hui, ich kenne den Boss kaum, Alter, muss man echt dazu sein. Der kommt bei mir echt selten. Also sehen, bei anderen tue ich den voll oft. Andere kriegen den richtig oft, aber ich kriege den voll selten eigentlich, Mr. Freddy Boy. Oh, ein kleines Damage-Up ist es. Und wir kriegen Krampus. Ja, yep. Aber wir können den rerollen. Falls es Krampus hat, wenn es Kohle ist. Ja, nehme ich schon mit. Kohle ist schon ganz cool. Das ist Kohle, dann nehmen wir das mit. Und ja, natürlich mit dem D6 wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, in die Chest zu gehen, ich weiß, aber jetzt besuchen wir heute mal wieder The Lamp. Ich möchte da so ein bisschen Abwechslung haben, einfach. Oh, das ist natürlich böse, ne, weil er kann sowohl rechts als auch links sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts, weil da haben wir zwei Möglichkeiten, wo er sein könnte. Okay, Isaac's Fork brauche ich jetzt nicht. Wir müssen immer nicht durch den XXL-Raum, das ist ziemlich schön.
So, komm, bam, 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 bam. Get down, you bitches. So. Okay, Alter, das sah gerade so aus, als ob der das Gehirn als Hut aufhätte. Der eine. Das ist mir gerade so einfach ins Auge gesprungen. Gucken wir erstmal oben, ob da der Boss ist. Ich glaube, oben würde ich ihn jetzt nicht vermuten, aber einfach. Möglicherweise ist es ja genau dort, wo man es nicht vermutet. Nope. Alles klar. Dann würde ich hier rechts vermuten. So, ja, unser Damage stimmt schon auf jeden Fall. Vor allem noch mit Mulligan, das geht auf jeden Fall klar. So, hier ist der Boss. Aber davor möchte ich noch kurz gucken, ob da der Geheimraum ist neben dem Kampfraum. Denn dann könnten wir noch in den reinglupschen. Das wäre auch ziemlich gut. Vielleicht ist da ja was Cooles drin. Ja, der ist öfters mal neben Kampfräumen. Okay, leider nicht noch ein Item. Schade. Was gibt's hier drin? Nichts, was mich interessieren könnte. Alles klar, dann gehen wir einfach zum Boss und töten kurz den Livs. Der kleine Schlampe. Da hab ich sie gedisst, ne? Mal krass. So, erst die Augen. Boah, ich hab seine Auge aus Versehen leben lassen. Also, ich töte sie auch halb selber. Das ist dann immer nice. So, jetzt bam, Junge. Ja, unser T-Rate. Könnte noch besser sein, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn die Fliegen dann kommen, dann ist es eh vorbei. Aua. So viel Leben haben wir auch gar nicht, sehe ich gerade. Obwohl wir echt selten getroffen wurden, fand ich jetzt so. Von meiner eigenen Einschätzung her. So, Hallöchen. Gehen wir mal wieder runter. Wir haben jetzt auch schon eine Weile nicht mehr ein paar Folgen. Also wie gesagt, ich möchte ein bisschen abwechseln. Mal den, mal den. Und ich mag die Satansebene auch eigentlich. Also Satan mag ich mehr als die Kathedrale. Also ich finde Isaac als Boss einfacher, aber ich finde so hier das Ambiente und die Atmosphäre einfach schöner. Sieht halt geil aus, ist halt viel düster und böse und krank, psychopathisch. Nein, das ist eigentlich nicht, aber trotzdem ziemlich schön. Oh Gott, der Geheimraum kann überall sein. Ah nein, Monstro 2. Nerviger Boy. Richtig nerviger Boy am Bienisch, der. Shish. Ja. Hast du gut gemacht. Jetzt gebe ich dir kaputt. Danke. Was gibt's hier? Nö. Bin ich eiskalt und sag nö. So, am ehesten würde ich ihn hier schätzen. Nein. Oh, der kann an übelst vielen Orten sein. Der könnte hier sein. Hier sein. Hier, da ist er. Alles klar. Okay. Ja, komm. Kommt zwar nicht der Aussetzerpilz raus, aber... Pillen. Speed up. Health up. Gut. Ja, komm, dann hier auch noch. Wenn es schon so gute Pillen waren, dann kriegt man keine mehr. Aber ich war heute echt gerne auf Angelis gegangen, ne? Vor allem, wir hatten so gute Devil-Items am Anfang. Abaddon haben wir abgelehnt. The Mark haben wir abgelehnt. Nur für den Angel-Deal. Und er kam nicht. Das finde ich auch asozial vom Angel-Deal, ne? Weil wir haben wirklich richtig nice... Weißt, wenn man so... Weißt, wenn da so Rotten Baby drin ist, weil Rotten Baby ist auch schon ziemlich cool, aber wenn da jetzt was das Ghost Baby drin ist und Sister Maggie, dann, wenn man dann ablehnt, dann ist es so, ja, so ein gezwungenes Ablehnen schon fast, weil die Items halt nicht so gut sind. Aber ich lehne hier The Mark ab und Abaddon und trotzdem kriege ich kein Angel Deal. Ich bin really pissed on you, Angel. Ich werde jetzt nie wieder auf Angel Deals gehen. Nie wieder. Spaß, wir müssen auf Angel Deals gehen, wir brauchen noch das Sacred Heart aus dem Angel Deal. Oh, jetzt eine Joker-Karte wäre natürlich gewesen. Was machst du da, Kerle? Boah, das war schnell, Alter. Ich dachte, ich würde ihn down kriegen, bevor er den nächsten Move machen kann. Und da ist der Boss, wie ich gedacht habe. Oh Gott, scheiß Geister. Oh, ich bin fast in ihn reingerast, Alter. Sheesh. Ich sag zu oft Sheesh, ich weiß. Aber hat sich in meinen Sprachgebrauch so langsam eingegliedert. Hallo? Servus. Dann ab zum Boss. Hallo, Mr. Satan. Oh, wir haben keine Bomben. Egal, schieß mir einfach drauf. Hi. Was geht? Ah, da wollte er gerade schießen, der Pisser. Hat's aber nicht mehr geschafft. Boah, das war knapp. Weg. So, die nervige Phase. Die nervige Phase. Ja, genau, das wollte ich, dass er was macht, weil das ist immer chillig. Oh, unsere Range ist auch richtig gut. Das passt, Leute.
Hätte ich ansprechen können. Hätte ich auch ansprechen sollen, war eigentlich der Plan von Edmund Macmillan, dass ich das so ansprechen soll. Aber dann kam da so ein Mark McConaughey und hat gesagt, nö, ich mach das jetzt. Also der heißt nicht wirklich Mark McConaughey, Leute. Das war einfach nur so ein Name, der mir gerade random irgendwie in den Sinn kam. Oh Gott. Und dieser Mark McConaughey hat mir den Job geklaut. Wir klauen unsere Jobs. So, rein hier. Und schauen mal, was die letzte Ebene so für uns bringt. Erstmal Curse of the Darkness. Nice. Bitte porten. Devil porten. Devil port. Port. Kein Port. Bad guess. Aber Geheimräume können wir checken. Falls sie dann auf unserem Weg liegen. Denn wir werden straight zum Boss gehen. Ich denke mal, rechts oben wird er sein. Hi. What's up? Aufpassen. Der rennt los und trifft mich. Ja, wir haben nicht so viel Leben tatsächlich. Also. Alter, und wir rennen rein. Oh nein, und nochmal. Um Gottes Willen. Jetzt mache ich aber gerade hier Fehler, wie sonst noch was. Ekliger Raum mit zwei von euch. Oh Mann, jetzt sitzt er. Sieht schon ein bisschen enger aus als. Oh nein. Oh nein. Zweimal The Cage. Ihr wollt mich verarschen gerade, ne? Oh Gott. Gegen den Angriff kannst du eigentlich fast nichts machen. Das ist einfach random. Vor allem nur zweimal. Alter, jetzt hört doch mal auf mit dem Angriff. Der Angriff ist halt richtig random eigentlich. Komm, komm, komm. Einer von euch. Ja, einer von euch. Nein! Aber der Run war cool, der hat mir eigentlich echt gefallen, bis auf das wir keine Angelis bekommen haben. Aber Leute, man darf auch mal sterben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir haben immerhin ein Item wegbekommen, Transcendence, oder wie das heißt, wie man es auch immer aussprechen soll. Jetzt kann ich gar nicht mehr reden wegen dem Wort. Dankeschön, Transcendence, oder wie doch immer heißt. Ich hoffe, euch hat dieser Run trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt am Ende sehr, sehr schnell gestorben sind. Obwohl wir hatten schon wenig Leben, aber jetzt nicht krass wenig. Nun ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von The Burning of Isaac Rebirth wieder. Peace up und haut rein.